Ich möchte, dass wir uns jetzt einige wichtige Sätze am Dreieck ins Gedächtnis zurückrufen und diese oder jene Begründung noch hier hinzufügen. Da ist vielleicht sinnvoll, dass wir uns als erstes mal ein beliebiges Dreieck zeichnen. Wir wissen ja, ein solches beliebiges Dreieck besteht aus dem Schnittpunkt von diesen drei Geraden. Die Schnittpunkte bezeichnen wir einfach mit A, B, C. Wir wissen, den Eckpunkten gegenüber liegen die Seiten A, B und C. Wir haben die Innenwinkel Alpha, Beta und Gamma. Und wir haben, das vielleicht mal hier zu ergänzen, in diesem Fall Alpha Strich, Beta Strich und nehmen wir vielleicht noch als letztes hier Gamma Strich als Außenwinkel. So, zu einigen wichtigen Sätzen. Ein Satz ist die sogenannte Seitenwinkelbeziehung. Formuliert haben wir das schon, oder habe ich das schon bei der Einteilung der einzelnen Dreiecke. Und zwar wurde gesagt, immer der größten Seite liegt der größte Winkel gegenüber, beziehungsweise dem größten Winkel liegt die größte Seite gegenüber. Oder man könnte auch sagen, der kleinsten Seite liegt der kleinste Winkel gegenüber, oder Umkehrung, dem kleinsten Winkel liegt die kleinste Seite gegenüber. Ich schreibe nur mal ein Beispiel an und das sollte vielleicht genügen. Der größten Seite liegt der größte Winkel gegenüber. Dazu gibt es auch die Umkehrung. Ich nenne sie nur noch einmal. Dem größten Winkel liegt die größte Seite gegenüber. Oder ich formuliere, der kleinsten Seite liegt der kleinste Winkel gegenüber, mit ihrer Umkehrung, dem kleinsten Winkel liegt die größte Seite gegenüber. So viel dazu. Eine weitere wichtige Beziehung an Dreiecken ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Diese Dreiecksungleichung besagt, dass die Summe zweier Seiten stets größer sein muss als die dritte Seite. Wenn ich jetzt also zwei Dreiecksseiten addiere, also zum Beispiel A plus B, wenn ich die Länge dieser Seiten addiere, so muss das Ergebnis größer sein als die dritte. Das könnte ich fortsetzen. A plus B ist größer als C. Ich könnte auch sagen, B plus C ist größer als A und C plus A ist größer als B. Also eine gewisse zyklische Vertauschung nach A plus B muss es weitergehen mit B plus C und nach C muss es weitergehen mit C plus A. Das wäre also diese zyklische Vertauschung und man erhält dadurch diese drei Dreiecksungleichungen. Im Satz formuliert oder in Sätzen formuliert, das spielt jetzt keine Rolle. Die Summe zweier Seiten eines Dreiecks muss stets größer sein als die dritte Seite. Das wäre also die sogenannte Dreiecksungleichung. Eine weitere wichtige Gesetzmäßigkeit in Dreiecken ist der sogenannte Innenwinkelsatz. Innenwinkelsatz für Dreiecke. Wir wissen ja und haben das ja auch schon formuliert, Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad. In Worten, die Summe der drei Innenwinkel eines Dreiecks ergibt stets 180 Grad. Also Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad.
Diese Beziehung wird sehr häufig für das Lösen von bestimmten Zusammenhängen und für das Beweisen von mathematischen Zusammenhängen benutzt. Auch dir dürfte es sehr schnell möglich sein, die Richtigkeit dieser Beziehung zu erkennen. Ich will es nur mal andeuten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Parallele zur Seite C zeichne, ich will das nur mal jetzt wirklich freihand machen. So, eine Parallele. Und da ist es vielleicht sinnvoll, dass man den Außenwinkel Gamma, um diese Übersichtlichkeit etwas zu erhöhen, mal kurz wegwischt und somit eine bessere Darstellung erhält. So, wir wissen, wir wollen sagen, die Summe dieser drei Winkel ist 180 Grad. Und jetzt sehen wir uns mal an, wir haben hier den Winkel Gamma. Und jetzt hätten wir zum Beispiel diese zwei Winkel. Diese